Hallo, ich bin Sophie Otterbach, ich bin 19 Jahre alt und zurzeit mache ich die Ausbildung zur Kauffrau im E-Commerce im ersten Lehrjahr. Wir haben uns auf ein Interview geeinigt im Bereich E-Commerce. Du solltest auf jeden Fall gute Kommunikationsfähigkeiten mitbringen, da man viel in Teams arbeitet. Du solltest gute Mathe, Deutsch und Englischkenntnisse haben und du solltest auf jeden Fall ein kaufmännisches und analytisches Denken mitbringen. Also meine Tätigkeiten bis jetzt waren, mir einen großen Überblick auf alle Bereiche der E-Commerce-Abteilung zu verschaffen, wie zum Beispiel das Shop-Management, Online-Marketing, Analyze und Reporting, alles drum und dran. Dann mir die Einblicke in SEO, Search Engine Optimization, also Auffindbarkeit durch Content in Suchmaschinen, und SEA, Search Engine Advertising, das Schalten von bezahlten Textanzeigen von Suchmaschinen zu verschaffen. Dann die Analysen im Online-Shop durchzuführen, wie zum Beispiel vom Kunden. Also da gibt es ein besonderes Tool, das heißt Content Square. Das Kennenlernen theoretischer und praktischer Grundlagen, um Produkte und Dienstleistungen im Internethandel zu verkaufen. Und natürlich, was E-Commerce ausmacht, die Produkte attraktiv zu verkaufen im Online-Shop. Ich persönlich habe E-Commerce gewählt, da es ein zukunftsfähiger und abwechslungsreicher Job ist. Was mir persönlich Spaß macht, ist, es gibt immer etwas Neues zu optimieren im Online-Shop und natürlich die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, also den ständigen Austausch. Also meine Ziele für in den nächsten 5 Jahren sind es auf jeden Fall in den nächsten 3 Jahren erstmal die Ausbildung erfolgreich abzuschließen und eventuell ein Studium anzufangen danach, zum Beispiel im Bereich Online-Marketing. Ich persönlich würde euch gerne ans Herz legen, immer offen zu bleiben, da sich der E-Commerce-Bereich immer weiterentwickelt. Dankeschön und ciao!